Hallo Leute, es geht weiter mit Deadlight. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier vorankomme. Hoffe aber, dass ich nicht so viel sterbe wie das letzte Mal. Und renne einfach an den nicht vorbei. Ja, das Problem ist, dass ich nicht an den vorbeirennen kann. Was macht man dann? Die Frage habe ich das letzte Mal schon gestellt, aber irgendwie muss ich die doch einfach umrennen können. Ich kann aber nur so halt einfach losrennen. Jetzt quatscht er wieder bestimmt. Bla 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 bla. According to what the rat told me, if I cross the parking lot, I'll come to the stadium that was used as a safe. Ja, alleine das schon, ey, das nervt. Komm. Komm. Ja. Nee. Shit. Und dann den und den so platt machen. Genau. Und nochmal. Und dann nimmst du den aus und bestimmt steht er gleich nochmal aus. Ich habe den 38er gefunden. Mensch, du hast den als 38er gefunden. Ich weiß zwar gerade nicht. So, warte. Ah, okay. Und was noch? Komm nochmal. Das war jetzt aber echt ein bisschen fies gemacht. Oh, die Musik. Die Musik, die erinnert mich gerade so ein bisschen an Outlast. So, an diesen Raum. Wisst ihr, was ich meine? Wo man da so am Anfang in diesen Raum kommt, wo die da alle nur so psychedelisch irgendwie sitzen und im Hintergrund dieses... Ich kann die... Achso, das war nicht mit der Schleuder, das war mit der Pistole, ne? Warte, da komme ich ran. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Komm mal her hier. Jawoll. Yippie. Ja, yay. Und da vorne dann runterlassen. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe, Leute. Wir wollen das hier ja... Ja, okay. Ich muss hier runter, kann das sein? Dann kriegen die einen fetten Kopfschuss. Das war der eine. Das war der andere. Und da kommt der nächste. Sag ich doch. Jawoll. Und nichts zum Mitnehmen. Oh, ich dachte, wenn ich die jetzt hier platt mache, dann kriege ich was. Hä? Na nü? Ich hätte die gar nicht töten müssen, oder was? Aber das Auto steht im Weg. Kann ich das Auto irgendwie ziehen, schieben? Kann ich hier im Auto was... Nee. Bisher habe ich immer viel zu kompliziert gedacht. Theoretisch denke ich, man muss da oben lang, weil da ist die Tür. Kann ich hier das Ding runterlassen? Das Auto runterlassen? Irgendwas machen? Ein Schalter oder so? Kann ich hier mit der Schleuder irgendwas oder mit der Pistole irgendwas runterschießen? So. Und dann fällt das Auto runter. Wo hat er eigentlich immer die Steine her für die Schleuder? Sammelt der die unterwegs? So eine Schleuder braucht ja auch was zum Schleudern. Ach nee, ist klar. Seht ihr, ich denke so kompliziert und ich habe Munition jetzt verschwendet. Das ärgert mich. Uah! Okay, okay, hab's kapiert. Das war gemein. Ich bin direkt gestorben. Ich konnte gar nichts machen. Menno. Aber jetzt leben sie und ich hab Munition. Das ist doch gut. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann muss ich die nämlich gar nicht töten. Die haben überhaupt nichts. Und nee, 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 nee. Hoch mit dir.
Das musste jetzt sein. Das war wichtig. Kannst du das nicht einfach mal nicht? Kannst du das? Okay, mit der Axt. Na klar, hier. Nein, 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 nein. Nein, 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 lass mich los, lass mich los. Lauf, 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 lauf. Warte, liegt hier was? Nein. Wenigstens bin ich nicht gestorben. Ich sage, ich bemühe mich. Hier, die sollen mal herkommen. Okay. Warte, das nimmst du noch mal mit. Du bist bestimmt nicht bei voller Gesundheit. Genau. So, hoch mit dir und runter. Schnell, 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 schnell. Oh nein, 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 ich schaff's wieder nicht. Jetzt kommen sie alle und dann sterbe ich. Manu, wie kann man die denn alle auf einmal umrennen? Ich weiß nicht außer Rennen, was ich machen soll. Ja, springen halt, ne? Okay. This was the Emerald City once. Not anymore. Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Ich renne hier viel zu weit. Nee, das wird auch wieder nix. Hi, Leute. Scheiße. Hallo. Mit meiner Schleuder komme ich besonders weit. Oh nein, da kommen die anderen. No. Ja, dann kommt alle hierher. Ist vielleicht nicht schlecht. Dann kann ich über euch hinwegspringen und hab ein bisschen Zeit. Genau. Seid ihr alle da? Seid ihr alle da? So, was mache ich jetzt? Oh, das war voll blöd. Was mache ich hier? Warte, kann ich hier so ein... Ja, woll. Genau. Tot. Alle tot. Sehr gut. Okay. Das ist eine schwierige Stelle hier. Würden jetzt hier die ganzen Zombies von der rechten Seite kommen. Das... Warte, kann ich die Kiste schieben? Komm mal her, du... Nee? Und kann ich hier so... Ah. Ja, okay. Aber den Sprung, den schaffe ich doch nicht. Upf. Ja, kommen auch gleich ein paar Zombies von oben. Und so mit Anlauf. Dann eben lieber so. Hä? Dieses Ding? Und wenn ich so nach... Ah, okay. Klar, und dann an die Stange und dann komme ich rüber. Warum... Ich sag dazu nichts mehr. Ihr kennt mich langsam, ne? Ich denke halt anders. Das Kolosseum. 5. Juli. Come on, leave him alone. We'll take care of him soon enough. He's just a poor old man. That jackass says the real military will save him. Who does he think we are? Well, poor old man hit me. This isn't the end of this. You hear me? Das war jetzt sehr kurz zum Vorlesen, aber was viel geiler ist, wir haben wieder Ton. Yeah, ich hab's hingekriegt, irgendwie Ton zu haben. Oh nein, die kommen bestimmt da gleich, ne? Okay, wir sind im Stadion. Hier sollen unsere Freunde sein. Ich gehe trotzdem mal nach links. Ich gehe das Risiko ein. Soll ich auch? Denn hier ist was. Eine der verschwundenen Seiten aus meinem Tagebuch. Gut, wenn wir schon mal dabei sind, dann mache ich das jetzt direkt mal am Anfang. Und ja, muss ich erstmal wieder gucken, wo wir waren. Anhand der Bilder kann man so ein bisschen immer sich erinnern. Da waren wir auch schon.
Ja, genau das mit den Katzen, das war auch ziemlich eklig. 7. März. Seit meinem letzten Eintrag ist eine Woche vergangen. Ich wusste nicht, was ich schreiben soll. Sie reden von einer Infektion. Auf der ganzen Welt werden Menschen krank. Sie sterben wie die Fliegen. Sie opfern Tiere. Europa ist in Quarantäne und niemand weiß, was zu tun ist. Auch an der Ostküste der USA hat es erste bestätigte Fälle gegeben. Der Premierminister sagt, wir müssten uns keine Sorgen machen, aber niemand glaubt ihm. Ich habe meiner Frau verboten, das Haus zu verlassen. Ich werde mich um alles kümmern. Ein echter Kerl, der seiner Frau verbietet, aus dem Haus zu gehen. 10. März. Wir hatten eine Versammlung im Hauptbüro. Einer der Mountjes-Direktoren hat uns aufgesucht und uns Ratschläge gegeben, sowie Informationen. Offenbar haben wir es mit einer Tollwut-Epidemie zu tun, aber das Virus ist mutiert, behauptet er. Und wie bei jeder anderen Epidemie müssen wir im Umgang mit Wildtieren bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen. In einigen Fällen tragen sie die Schuld an den Toten und den Verstümmelungen, ebenso wie an anderen Problemen im Wald. Wird ein Mensch angegriffen, zeigt er sofort dieselben Symptome. Wir müssen bei jeder Sichtung im Wald sofort Alarm schlagen. 12. März. Die Welle der Gewalt breitet sich auch außerhalb Europas aus. Es heißt, die Krankenhäuser wären nicht auf sowas vorbereitet gewesen. Aber was genau bedeutet sowas? Wovon reden Sie? Von einer einfachen Tollwut-Epidemie? Verdammt, Sie haben uns bloß abgelenkt. Ich glaube Ihnen nicht. Die Menschen hier sagen, alles sei unter Kontrolle. Nicht mehr als 300 Leute wären betroffen. Aber meinen Sie damit die Toten oder die Infizierten? Diese widerlichen Politiker lügen einfach immer weiter. Heute ist ein Flugzeug in den Golf von Mexiko gestürzt. Fast 150 Vermisste. Und wird Gott irgendetwas tun? Ich bin kein religiöser Mensch. Aber ich weiß, dass jeder wilde Fuchs, den ich da draußen beschütze, stärker und gerechter ist als der Gott, zu dem sie beten. Ich muss wieder in den Wald, zurück an den Ort, an dem ich der sein kann, der ich bin und an dem ich keine Sorgen habe. 16. März. Niemand geht mehr alleine auf die Straße und nur noch in Begleitung. Wir können die Angst förmlich mit Händen greifen. Sie haben einige Bilder im Fernsehen gezeigt. Ein Mann ging in eine Bank und griff die Angestellten und Kunden an, ohne ein Wort zu sagen. Er nahm kein Geld mit und als er rauskam, wurde er von der Polizei erschossen. Aber er ging furchtlos weiter auf sie zu. In letzter Zeit ist im Fernsehen zu viel Blut zu sehen. 23. März. Meine Frau Shannon ist sehr nervös, aber sie will nicht, dass Lydia etwas merkt. Wir wollen sie da raushalten. Okay, das ist der letzte Eintrag, den ich jetzt hier lese. 25. März. Wir haben den Kontakt zur Außenwelt verloren. Gestern habe ich den Fernseher eingeschaltet und es wurde nur ein Notfallsignal zusammen mit einem sehr lauten Piepen gesendet. Und diese Feiglinge in Ottawa verstecken sich. Das Radio funktioniert auch nicht mehr. Wir können nichts hören. Okay, der Lokalsender geht noch, aber der spielt den ganzen Tag bloß Musik. Niemand redet, niemand sagt uns irgendwas. Überall nur dieses Schweigen. Das machen wir dann als nächstes den 26. März. Ich hoffe, dass wir das ganze Tagebuch überhaupt noch schaffen, bevor das hier endet. Oh, der Arme, das ist voll fies. Aber echt, ja, schnell kommen. Those new law bastards are torturing Ben and feeding him to those damn shadows. I've got to hurry. Und das geht aber nur hier. Na dann. Der hat doch irgendwas. On days like today, even a guy like me could believe in God. Das passt ja zu dem, was wir gerade gelesen hatten. Wir haben eine Schrotflinte, das ist natürlich super. Wie kann ich die benutzen? Wahrscheinlich genauso wie den anderen Kram, aber ich habe gar keinen Schuss. Fuck. Komme ich hier überhaupt wieder weg? Fuck. Oh. Jawohl, um einfach mal die Schrotflinte auszuprobieren, ne? Ein paar Schuss. Okay, ich glaube, zwei oder so habe ich verballert. Ist doch noch einer. Wieso kam der jetzt nicht zu mir? Das war merkwürdig. Aber das Risiko kann man ja echt nicht eingehen. Machst du die Tür nochmal auf, oder was ist das hier? Hä? Nee, jetzt stell doch den Schrank nicht da wieder vor. Es war ja schon gut, dass du den an die Seite genommen hast. Aber wieso gehst du nicht durch die Tür? Kann man hier nur sich ducken?
so, man kann sich nur ducken. Oh Mist. Kann ich an denen einfach schnell vorbei? Jo. Da vergeude ich nicht meine Muni. Lauf, 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 lauf. It looks like the building was a refuge when the disease first spread. And now those crazies use it to store the supplies they steal. Ein bisschen Muni finden für mich wäre aber auch ganz nice. Weil irgendwie muss ich das ja auch schaffen. Was habe ich jetzt hier wieder zu tun? Muss ich das hier irgendwie... Komme ich mit einem einfachen Sprung da hoch? Nee. Einfach das Regal wieder an die Seite nehmen und gucken, was passiert. Das ist mein Plan. Kann ich... Warte. Und wenn ich jetzt so da ranspringe? Und dann komme ich doch da oben ran, oder nicht? Warum hält er sich da nicht fest? Und was soll ich hier eigentlich? Hä? Ich kapiere es schon wieder nicht. Irgendein Schloss, was ich kaputt machen soll. Ich will da oben hin. Wie kriege ich das Ding runter? Mit meiner Superschleuder? Die können alles. Ihr wisst es nur noch nicht. Ja, und wenn man das jetzt, ne, richtig gezielt macht, dann hat man ein neues Hobby. Ich möchte auch so eine Schleuder. Mit der ich alles machen kann. Da kommen ja Zombies durch die Wand. Das ist ja witzig. Kann ich durch die Wand einfach rennen? Hätte ja klappen können. Nein, ich soll da oben natürlich durch. Kann aber mittlerweile hier sogar rüber gucken. Okay. Ja, warum eigentlich nicht so? Weil ich dumm bin. Ist einfach so. Kann ich mich denn hier irgendwo... Ach so, da oben, ja. Ach man, das Leben kann so einfach sein, es sei denn, man heißt ich. Und jetzt... Oh, ich will nicht. Es klappt sowieso nie. Schneller. Mach die Tür zu. Dann nicht. Dann lasse ich es eben. Oh, schnell noch mitnehmen. Ich habe das gerade eben leider nicht lesen können jetzt. Ich musste mich hier um mein Überleben... Sag mal, der ist aber auch hartnäckig. Stirb doch mal. Unglaublich. Oh, der ist bestimmt jetzt schon tot, ne? Ich bin voll langsam gewesen. They're the food supplies that I was keeping in the shelter. And that the soldiers of the city defended with their lives. An old friend, I found you. Scheiße. Komm. Nein! Ja, dann eben so. Nein, nein, nein! Bist du endlich tot? Helfen wir ihm erstmal. Fox, wake up! Hä, jetzt geht der Ton wieder weg. Voll komisch. Sie haben dich K.O. geschlagen. Ich glaube, ich habe auch gut was ausgeteilt. Ich habe doch gesagt, dass wir uns wiedersehen, oder nicht? Sie haben Stella, Randy. Die sind verrückt. Sie wollen mit Gewalt alles übernehmen und legen jeden um, der nicht mitspielen will. Was ist mit meiner Familie? Hast du sie gesehen? Ich habe niemanden gesehen. Sie haben mich gefesselt, als ich nicht mitmachen wollte, und Stella woanders hingebracht. Zu irgendeiner Basis, wenn sie deine Familie haben, dann muss sie dort sein. Was ist mit dem Versteck? Das ist alles gelogen, Randy. Es gibt kein Versteck. Das ist nur ein Vorwand, um die Leute zusammenzutreiben und woanders hinzubringen. Dann müssen wir von hier verschwinden. Wir müssen sie finden. Gehen wir, Kumpel. Ein echter Freund. Ich habe nicht die Kraft dazu. Du bist schwer verletzt und hast viel Blut verloren.
Sieh mal, Randy, ein Weihnachtsgeschenk. In dem Zustand kannst du nicht fliegen. Wir müssen die Blutung stoppen. Du musst hier auf mich warten, ich suche was, womit ich deine Wunden verarzten kann. Heute ist mein Glückstag. Wovon redest du da? Selbst jemand wie ich kann an einem Tag wie dem heutigen an Gott glauben. Dreh dich um. Yay, yay. Warum ist der Ton immer auf einmal weg? Ich hab mich so gefreut. Sit tight, Ben. I'm gonna get you some help. I'll be back as quick as I can. Jawohl, okay, dann würde ich sagen, mache ich hier, dann weiter, ne? Im nächsten Part und so, bevor ich da jetzt hinrenne und da sind 1000 Zombies. Ich finde, der Part lief ein bisschen besser als der letzte, oder? Und es war auch recht spannend und ich freue mich, dass wir weitergekommen sind. Also, bis zum nächsten Mal. Bis denne.